Beim Innovationstag Mittelstand wird das OCT-System, der Transäquator OCT, dargestellt. Was hat es damit auf sich? Also OCT ist ja ein Bildgebungsverfahren. Steht für? Optische Kohärenztomographie. Das heißt, man kann ins Gewebe, in biologische Proben reinschauen, ähnlich wie mit Ultraschall, nur mit Licht. Gab es das bisher schon? Ist das eine Novelty? Was wurde jetzt beim OCT vom Optoris verbessert? OCT ist schon ein etabliertes Verfahren, gibt es schon ein bisschen länger, ungefähr 20 Jahre, wird hauptsächlich in der Augenheilkunde eingesetzt zur Untersuchung der Netzhaut. Bei uns ist die extrem hohe Geschwindigkeit, wir sind 20 Mal schneller als alles, was es sonst gibt. Und dadurch können wir jetzt auf einmal einen viel größeren Bereich abdecken als vorher möglich. Und daher auch der Name Transäquator-OCT. Das Auge ist ja in erster Näherung so eine Kugel. Und wir wollen jetzt halt bis zum Äquator oder idealerweise darüber hinaus OCT-Aufnahmen machen können. Bis zu 20 Mal schneller. Hat das auch einen Genauigkeitszuwachs mit sich gebracht? Genau. Dadurch, dass wir jetzt so viel schneller sind, können wir dann auch 20 Mal mehr Daten aufnehmen. Und mehr Daten bieten natürlich immer mehr Genauigkeit, als wenn ich weniger Daten habe. Also Auflösung. Auflösung, genau. Der Facharzt sieht dadurch mehr auf der und hinter der Netzhaut, kann besser diagnostizieren. In welchem Rahmen wurde dieses Projekt gemacht, mit welchen Kooperationspartnern? Wir hatten das Glück, dass wir durch die Förderung im Rahmen vom ZIM-Projekt eine ganze Reihe von Top-Kooperationspartnern hatten. Einer war GBN Systems, die zusammen mit uns die Mechanik für das System entwickelt haben, weil es ja sozusagen wichtig ist, diese Leistung, diese Geschwindigkeit auch wirklich auf die Straße zu bringen. Und dafür ist eine sehr genaue, präzise konstruierte Mechanik nötig, um die Optik an den jeweiligen Patienten anzupassen. Dieses System ist nun im Entwicklungsstadium auf einem Level, dass es in die erste Klinik kommt. Welche Klinik ist das? Es ist die Augenklinik der LMU München, mit denen wir bisher auch schon mal zusammengearbeitet hatten. Wir sind sehr froh, dass wir da mit Herrn Dr. Wolf auch einen Arzt haben, der sehr interessiert ist an der Technik und der schon viel Erfahrung mit OCT hat. Wo kann der Zug hingehen? Wo ist das System in 3 oder 5 Jahren gar? Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir werden jetzt zusammen mit der Augenklinik sehen, wo sind die spannendsten, die besten Anwendungsfälle für dieses Gerät. Wir wollen parallel an Forschungsgruppen weltweit dieses Gerät vertreiben, um auch noch mehr interessante Fragestellungen beantworten zu können. Denken, dass wir dadurch die Diagnose deutlich verbessern können, einfach dadurch, dass der Arzt jetzt einen viel größeren Bereich zur Verfügung hat, indem er die OCT-Daten ansehen kann. Und letztendlich ist natürlich das Ziel, dadurch Krankheiten früher zu diagnostizieren, Patientenleid zu verringern und Kosten im Gesundheitswesen zu sparen. Und klar, irgendwann wollen wir das Gerät bei möglichst vielen Patienten im Einsatz haben.